Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom anatomischen ABC. Heute geht es um H wie das Herz. Das Herz unserer Hunde befindet sich bei uns so leicht nach links versetzt und man findet es hier zwischen der 3. und der 7. Rippe. Das Herz unserer Hunde schlägt zwischen 80 und 120 Mal pro Minute. Das hängt davon ab, ob es ein großer Hund ist oder ein kleiner Hund. Bei kleineren Hunden ist die Frequenz viel höher als bei den größeren Hunden. Und natürlich, wenn sich der Hund anstrengt oder auch wenn er ruhig liegt, ändert sich natürlich dementsprechend auch die Frequenz. So wie bei uns eben auch. Den Puls eures Hundes könnt ihr übrigens hier an der Innenseite des Oberschenkels messen. Das ist eine große Schlagader. Könnt ihr einfach mal ausprobieren. Zählt mal mit, wie die Frequenz eures Hundes ist. Das schadet nie, das so ein bisschen mal zu wissen, so wie die Ruhefrequenz von eurem eigenen Hund ist. Also hier einfach mal an der Oberschenkelinnenseite die flache Hand drauflegen oder ein bisschen tiefer mit zwei Fingern tasten, bis ihr dort den Puls fühlt. Ja, und was ich noch sagen möchte, Thema Herzkrankheiten. Ich hatte selber einen schwer herzkranken Hund, der letztendlich auch verstorben ist. Ihr habt mir überhaupt gar nichts angemerkt. Also auch bevor es festgestellt wurde, ihr habt mir nicht angemerkt, dass sie herzkrank ist, sie ist nicht träge geworden oder hat irgendwie gehustet oder sowas. Deswegen, man kann das sich leider nie so auf der sicheren Seite sein, dass das Herz wunderbar funktioniert, nur weil der Hund fit ist. Ja, und ich hoffe, ihr habt bei dem Video mal wieder was gelernt.